Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Space Engineers. Mit dabei ist wieder der LOM Break. Wieder mal, hallihallo. Und ich begrüße ihn und mit dabei ist auch unsere Space Station, die wir gerade mit dabei sind, aufzubauen. Juhu! Ja, solange du sie aufbaust und nicht wieder schrottest, von mir aus. Solange ich sie entbaue. So, wir brauchen langsam wieder Stahlplatten. Was brauchen wir für Reaktorkomponenten? Silberbarren brauchen wir, Kies brauchen wir und Eisenbarren. Wie gesagt, wir können von meinem Schiff das Ding gerne nehmen. Ein paar. Ja, müssen wir halt abbauen, ne? Ja, aber erstmal müssen wir die Station ein Stückchen weiter abbauen. Anbauen. Also ein bisschen mehr Platz schaffen, weil ich glaube, die Reaktoren für die Schiffe, für die Station sind relativ groß. So. Ich platziere jetzt hier schon mal ein paar Sachen. Und dann kannst du mir helfen beim Schweißen von der Plattform, wenn du gerne magst. Kann ich dir helfen beim Schweißen der Plattform, okay? Wenn du gerne magst. Ja, kannst du schon ein bisschen Stahlplatten auch mitnehmen? Ich hab ein paar Stahlplatten dabei. Ich gucke mal kurz, wie groß so ein Reaktor ist. Ah, hier ist er. Du hast komische Ideen. Also ich hatte ja eigentlich gedacht, dass wir die hier unten direkt dran bauen. Nee, ich dachte, dass wir dann wie so einen Fahrstuhl nach unten bauen können. Um dann in die Mine reinzugehen, sozusagen. So hatte ich das gedacht. Okay. Manchmal denkt er sich halt auch was. Aber nur manchmal. Und ich fand es auch viel sinnvoller für dann, dass dann später dort so eine Art wie Hangar halt oben ist. Moin, moin, hallo und herzlich willkommen. Sagt dir nichts, ja? Nein. Das war der Anfang vom Game One Plauschangriff, wo ich heute leider die letzte Folge gehört habe. Oder die vorletzte Folge. Von dem Game One Plauschangriff Podcast vom Game One. Oh Gott, okay. So, wo wollen wir den denn hinbauen? Soll ich den Reaktor mal hier mitten drauf bauen? Hier so? Pack mal, ja, irgendwo, wo du denkst, wo es cool ist. Nein, wir können den ja nicht an der Wand passieren. Da ziehen wir ja dann noch eine Rückwand hoch, würde ich mal meinen. Ja, das wird schon. So, dann platzieren wir halt noch irgendwann einen anderen und reißen den wieder ein. Im Moment ist es ja mehr funktional. So. Gleich sind wir fertig. Und sobald dann unser Reaktor steht. Ja, wir sind fertig. Wir haben kein Metall mehr. Warte, hier die drei können wir noch bauen. Die habe ich schon. Ja, hier habe ich doch eigentlich schon Klappe 3 gebaut. Dachte ich zumindest. Ja, bei dem ist schon. Übrigens, dieser rote Strich, den du da immer hast, ne? Bis zu dem brauchst du theoretisch nur bauen. Ab dann sind die Sachen technisch funktional. Dachte ich mir schon. Ja, und der Rest ist dann bloß noch HP, sozusagen. Ja. Ich habe halt nur 9 Platten dabei gehabt und die habe ich gleich mal da reingeschweißt. Platten, alles klar. Ja, du hast auch gleich keine Platten mehr, so ist es ja nicht. In deinem Schiff, meine ich. Ja, deswegen wollte ich ja hier einfach weiterbauen. Weiter abbauen. Ja, gutes Idee. Also dann können wir das gleich machen, ne? Uran, Stein und Silizium. Ein bisschen Licht an. Dann baue ich schon mal wieder ein bisschen ab. Pack mal Uran noch ein bisschen nach hinten. Wir sind mittlerweile fast bei 3 Tonnen. Die anderen Materialien da mal noch kommen. Frage, suche ich nach Silber oder lasse ich's? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Silber brauchen wir auch noch. Ich meine, wir können zwar deinen Reaktor wieder auseinanderschrauben. Wenn man es mal ganz genau nimmt, ist es jetzt ja nicht so Sinn der Sache. Finde ich. Was? Und klar kann man es machen. Deinen auseinanderzuschrauben. Naja, weil. Ja. Ja, finde. Muss ich dir ehrlich gesagt leider Gottes zustimmen. Es ist nicht wirklich Sinn der Sache.
Also klar, ist es ja okay, aber das ist schon, finde ich, in meinen Augen ein kleines bisschen wie Cheating. Das Einzige, naja gut, wenn es jetzt mit dem um den Reaktor geht, vielleicht und um die Medical Station, da würde ich auch noch sagen, jo, damit man seinen Spawn nur setzen kann halt, sonst joinst du wieder neu und musst dann erstmal 3 Kilometer fliegen und findest die Station nicht, weil wir noch keine Boje gesetzt haben oder so, ne? Ist ja auch scheiße. So. Inventar ist voll. Inventar ist voll. Frage, obwohl, das raus? Ist ja nicht ganz okay mit dem 400 Litern Inventar, die man hier hat. Ist gar nicht so blöd. Da habe ich Silber an der Wand drin. Das ist gut. Da kann ich keine Fackeln setzen. Hehe. Was, Fackel? Ja, damit ich weiß, wo ich hin muss. Ach so. Ach, wie bei Minecraft meinst du? Genau. Alles klar. Tja. Du kannst höchstens eine Station anfangen zu bauen und dann da so ein Gerüst hinführen lassen. So. Ich lasse hier mal noch ein bisschen hier Eisen machen. Und dann zeig mir mal den Weg. Bis dahin. Dann können wir zusammen das ein bisschen abbauen. Das war ja irgendwie in der Wand drin. Eisen hier oben. Iron. Ich sehe es nicht. Ah, jetzt sehe ich's. Ich gucke ein bisschen von hinten. Und wenn da was von dem Silber wegfliegt, versuche ich es aufzufangen. Und ich bin gleich wieder da. Ich muss mein Anzug aufladen. Wenn ich ja jemals wieder rausfinde. Ich glaube, ich fliege genau in die verkehrte Richtung. Hier ist auch Silber. Ah, sehr gut. Weiß er. Also Silber klebt an der Stecke, an der Ecke, wo ich es rausgebuddelt habe, an der Decke. Bin nämlich gerade gestorben. Das ist jetzt sehr clever. Ja, zum Glück komme ich in meinem Schiff ja wieder raus. Steht ja hier noch. Ja, leider fehlt dann jetzt aber das Silber. Oh, das finde ich wieder. Komm her! Silber! Du hast auch Silber, hast du gesagt? Ja, aber ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Und Mensch, ich bin irgendwo, wo ich nicht weiß, wo ich bin. Bist du wieder im Schrank? Woher stammt dieses Zitat? Aus den Simpsons. Ah, ich glaube, hier ist ein Ausgang. Oh ja, hier ist auch ein Schiff. Guck mal. Hier ist ein Schiff. Ich habe ein Schiff gefunden. Wo weiß bist du? Jetzt aber nicht, wo du bist. Ich bin bei deinem Schiff. Wobei nicht bei meinem Schiff. Nein, ich bin bei deinem Schiff, okay. Ja, okay, ich flieg dann mal zu meinem Schiff. Mhm. Ein bisschen tanken. Ah, da geht's lang. Ja, wir machen hier noch die kleinen Brocken ein, die ich noch so hab vorhin abgebaut, wenn ich noch was finde. Da schwebt noch was rum. Da schwebt noch was rum. Ah, wow. Manchmal überschätzt man ja auch die Kraft des Jetpacks, ne? Ja. Refinery. Was habe ich hier noch aufgesammelt? Silbererz und Siliziumerz. Erz habe ich aufgesammelt. Also an deinem Schiff, wenn man richtig rum ist, links durch die Höhle und dann gleich geradeaus. Oder war das Silizium, was ich eingesammelt habe, nicht Silber? Wie ist das Formelzeichen für Silber? Ich gucke gerade. AG, ne? AG, genau. Ja. Ich habe jetzt gerade abgeguckt. Hab so getan, als ob ich es wüsste. Ja, wie wir alle. Zumindest habe ich jetzt nicht hier die Formelsammlung neben mir. So, fuck. Hast du echt ein Periodensystem gerade neben dir? Nein, habe ich nicht. Tja, Iron. Hier ist Iron. Ich bleibe einfach links an der Wand lang. Oh, hier ist eine kleine Lücke. Ist das das? Ach, das ist, glaube ich, die Höhle, die du hier gegraben hast für dein Silber. Wenn die oben in der Decke ist, ja. Ja.
Ja, ich sehe es gerade runterploppen, das Silber. Ich versuche das hier mal nebenbei ein bisschen mit einzusammeln, aber mein Inventar ist voll. Kann ich das einfach rausfallen lassen und du sammelst das auf? Nein, mein Inventar ist auch voll, da, da Silber ein relativ hohes Volumen hat. Aber oh, dafür müsste... Ja, stimmt, genau, das hat eine Dichte. Meinst du? Kann natürlich auch sein. Halt ein Edelmetall. Ja, aber wir sind im Weltall. Alles, was schwerer ist als Helium, ist sowieso ein Metall. Aus der Sicht eines Astronomen war das. So heißen die. Kann ja keiner sagen. Die meisten Asteroiden bestehen ja, glaube ich, meistens eigentlich einfach nur aus Eis. Ob da Metall drin ist, ist immer die Frage. Nee, ich meine aus der Sicht der Astronomen. Achso. Aus dem Astrophysiker. Ich finde nicht mehr raus. Oh mein Gott. Das Eisen, okay. Das Gold. Alter, da ist ein Gang. Da ist ein Gang. Ja. Hammer, geil. Zumindest sagt das Professor Dr. Harald Lesch. Aha. Was hast denn du nebenbei auf dem Wikipedia oder was? Nein. Ich habe das einfach gerne geguckt von ihm, was er da gemacht hat, als sein Alpha Centauri auf Bea Alpha. Dafür darf ich ja ohne Probleme auch Werbung machen, weil es ist ja öffentlich-rechtlich. Und damit was darf ich auch sagen, etwas ich habe es öffentlich-rechtliches Werbung. Soll ich das? Nein, das ist wirklich eine gute Sendung. Da muss ich sagen. Soll mein erstes Handel, dafür wenn würde ich sogar einen Euro mal wirklich bezahlen wollen. Wenn ich wieder zu Hause bin, echt sein, dass ich vorbeikomme und dir in den Arsch trete? Das? Muss sagen. Wirklich? Ist es tatsächlich möglich? So, was brauchen wir jetzt noch für... Warte mal. Ich gebe mal in Produktion. Nehme ich jetzt für die Steuerplatten raus, ne? Und pack da mal große Blöcke, den Stromgenerator rein. Wie heißt denn das Gerät noch? Reaktor, meinst du? Ja, der Reaktor, danke. Mein Gott, was kannst du eigentlich? Bullshit lauen, das kann ich. Reaktor deswegen klein. Machst du auch ein Let's Play. Boah, braucht der viel, ey. Silber, Nickel, Kobalt, Silizium, Gold. Okay, ist ja nichts, was wir nicht haben, ne? Der braucht echt Stahlplatten. Mhm. Okay, cool. Also brauchen wir noch einen Arsch voll Eisen. Das heißt, ich werde jetzt noch einen Arsch voll Eisen wegfarmen. Ja, hier noch ein bisschen weiter Silber abbauen, weil ja ein Silber relativ ineffizient ist. Steht das eigentlich da, dass man die Sachen in Kilo oder in Liter braucht, hier, um Sachen zu bauen? Eigentlich doch auch ein Liter, ne? Du fragst gerade Sachen. Ich kann das selber mal nachgucken. 4 Stahlplatten, 25 Stück, scheiße. Ne, ist egal. Später. Also die Komponenten stehen in Stückzahl da. Ja, die Komponenten. Aber nicht die Grundressourcen, die man dafür braucht. Rohstoffe heißen die übrigens. Das steht nicht da. Gut. Aber man müsste ja ein Liter dastehen, weil man rennt ja auch, man baut die Dinger ja auch in Litergrößen ab. Ich habe gerade ein relativ viel abgebaut, deswegen sammle ich jetzt mal noch alles ein. Dann wenden wir uns noch ein bisschen der Eisenproduktion zu. Also Eisen braucht man wirklich viel. Ja. Aber man findet ja auch viel Eisen. Ich glaube auch, das sind relativ unrealistische Asteroiden. Oder man hat. Man wird ja. Ist ja einfach an einem sehr idealen Asteroidengürtel. Das ist das, was ich da gerade versucht habe zu sagen. Das kann man nicht sagen, weil man es einfach nicht weiß. Es gibt zwar Spektralanalysen und hier und da und dort, aber ob die wirklich genauso stimmen, kann ja auch keiner sagen. Kann ja keiner nachprüfen. Silber, Silizium. Ach, sortierst gerade um. Ich habe mal eben da ein bisschen die Eisenproduktion angeschmissen, habe es mal ein bisschen umsortiert. Wie die kleinen Dinger rumkugeln. Hihi. Ist ja echt niedlich. Schade, dass man die ganz kleinen Dinger nicht einsammeln kann, ha? Das wären noch immer die fehlenden 2 Liter, die man hier noch manchmal hat. Mhm. Achso, ich kann ja auch hier unten dran.
Ja. Ist echt praktisch. Ich freue mich schon auf unser erstes wirkliches Schiff, was wir dann bauen, wo dann ein Bohrer ist. Oh mein Gott. Das Schiff, das wir bauen, das wird so träge sein, dass es noch nicht mal einen Meter von alleine fliegen kann. Oder wir übertreiben das so krass mit den Thrustern und mit den Gyroskopen, dass du dann die Mausempfindlichkeit runterstellen musst auf 10 dpi oder so. Genau. Lal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 
und mal ein paar Goldbarren produzieren lassen. Obwohl, warte mal. Ey, das ist eine gute Idee. Pass mal auf, ich nehme jetzt hier das Gold raus. Und pack das in mein Schiff rein. Wozu haben wir denn hier ein zweites Schiff? Das noch voll funktionstüchtig ist. Das verrat mir mal. Ich komme mit dem Schiff wieder nach Hause. Also zu dir. Nachdem ich mich ein bisschen betankt habe. Hey, komm her. Lass mich hier rein. Okay. Ich gehe noch ein bisschen weiter weg, weil Thruster-Schaden und so, ne? Halt! Boah, ich dachte jetzt, du fliegst voll in mich rein, ey. Nein. Ich hab's nur von der Seite gesehen, deswegen. VV. Kommen wir wieder zurück in die Ego-Perspektive und wieder raus in die Third-Person-View und dann ist die sich doch gleich zentriert und das ist so schön daran. Oh. Was ist der riesig? Okay. 10. Oh, wir sind schon wieder am Partende eigentlich. Aber ich packe jetzt hier noch cool ein. Hier haben wir schon mal Magnesium und Kobalt in dem nebendran, habe ich gesehen. Mal gut, brauchen wir nur noch Nickel. Ja. Hup. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es aussieht hier. Ich habe jetzt mal ohne deine Hilfe versucht, mich zu platzieren. Ups. Okay, ich kann noch ein Stückchen auf C drücken, aber noch volle Möhre. Na, lass mich rein. Lass mich hier rein, du scheiß Schiff. Los, jetzt sofort. Alles klar. Alles klar. Parkposition erreicht. Oh ja. Bin versucht. Was? Ich habe nichts versucht. Das hast du ohne meine Hilfe hingekriegt? Wow. Yep. Ich bin auch ein bisschen stolz auf mich. Absolut erschüttert. Ey, ich habe sogar noch 4 Computer. Echt? Wow. Ja. Wie viel brauchen wir? So viel. Ich muss erstmal in mein Schiff rein, ich muss mir aber Energie tanken hier. Ach, 25. Leer. Oh, fuck. Da brauchen wir jetzt nur noch 21. Hm, wo sind sie denn hin, die Computer? Für Computer brauchen wir Silizium und Gold. 21, so. Ich habe doch Computer da, deswegen. Ich habe gerade noch Computer in meinem Schiff gefunden. Hey. Ich habe auch gelesen im Devblog, dass sie eventuell... oh, ich habe noch mehr Computer. Dass sie eventuell eine Programmierschnittstelle in das Spiel einbauen wollen, dass du dann hier dein Schiff programmieren kannst. Okay. Oh cool, wir brauchen bloß noch einen Computer. Ich sagte einen Computer, nicht 10. Ein. Das Ganze würde dann womöglich auf C-Sharp nicht aufbauen, sondern C-Sharp nutzen. C-Sharp.net Dingenskirchens, weißt du Bescheid.
Ist halt die Programmiersprache, mit der jeder, der keine Ahnung hat, halt programmiert. Nee, das ist halt die Sprache, die halt für Scripting sehr gut geeignet ist im Prinzip. Und wenn man kein Java oder Lua und so benutzen möchte, weiß Bescheid. Mhm. Weil die ist auch live kompilierbar sozusagen. Ich wollte jetzt gerade sagen, du willst jetzt nicht bleifrei sagen. Die ist sehr bleifrei, ja, das auch. Das hat sich gerade so angehört, als ob du bleif sagen wolltest. Wir brauchen aber noch ein bisschen mehr Gold hier, damit wir das die Computerproduktion anstoßen können. Ich habe Gold bei mir im Schiff. Okay, dann müssen wir das mal Goldbarren. Das mal langsam mal umtransferieren, wenn wir das alles bei mir bauen wollen. Wir brauchen das nämlich nicht alles bei dir machen, wir können auch eine Menge bei mir machen. Hören wir mal die 5 zum Beispiel Kilo. Mal das Silizium nehme ich mir mal raus und pack das bei mir rein. Oder bei dir. Brauchst du mal wieder ein bisschen mehr Uran? Ja, schieb mich noch zur Seite. Entschuldigung. Ich brauche kein Uran, ich bin uranlos glücklich. Ah ja. Peace und Frieden, Blumen für das Weltall. Gott. So. Na dann Leute, sehen wir uns dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Space Engineers. Bis dahin. Spielst du Fußball? Nee, ich baue nur ab. Alles klar, also macht's gut, bis dahin und tschaußen. Servus.